Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Tja, was machen wir als erstes? Gucken wir auf die Karte oder machen wir Ressourcenmanagement, Romy? Ich würde mal in das Ressourcenmanagement gucken, weil ich gern wissen würde, ob wir vielleicht unsere Produktion noch so ein bisschen ausbauen können. So, hier oben, wir haben einiges. Also gehen wir mal rein. Eisen 1, Klaus Wolfram Hüttenwerk. Wir haben 45. Wir müssen das gar nicht ausbauen, wir haben ordentlich was. Wir müssen hier oben erstmal unsere Defizite ausgleichen. Also fangen wir oben hier rechts an. Nahrung, da schicken wir 3 hin. Dann sind wir... Da müssen wir denen sagen, macht mal bitte höher. Vielleicht noch zur Erläuterung, für diejenigen, die heute das erste Mal zugucken, das sind die anderen Kommunen, die mit uns zusammen einen Staat bilden. Und jede von diesen Kommunen produziert ein Gut und wir versuchen über den Handel uns gegenseitig zu versorgen. Ja. Genau. Also hier müssen wir so ein bisschen... Ressourcenmanagement, wir wissen noch nicht, was es bedeutet, wenn wir den Betriebsmodus hochdrehen. Also das sieht wie ein Slider aus, das ist aber binär. Also an, aus und an. Betriebsmodus ist dann, wir können selber einen Betriebsmodus, wenn wir hier hochgehen, brauchen wir mehr Werkzeuge. Aber ja. wenn ich hier hochgehe, auf Intensiv, sieht man schon, in allen Bezirken geht die Meinung über uns runter. Ja, weil die Frage ja auch ist, wie wirkt sich der Betriebsmodus aus? Müssen die Leute einfach mehr arbeiten? Oder werden die Bedingungen schlechter? Oder was bedeutet das jetzt konkret? Ja. Ja, genau, Horsti, es war immer das Gleiche. Genau. Aber hier oben ist unser Betriebsmodus, den hatten wir letztes Mal nicht angefasst. Ja. Okay, also, Lebensmittel haben wir geklärt. Medikamente ist das dritte hier. Da sind wir dann auch wieder im Miesen. Ich fülle jetzt erstmal auf und dann gucken wir, wo wir was kürzen. Also dann hier oben, das ist dieses hier, Getränke nehme ich an. 6, da müssen wir nicht den Betriebsmodus hochsetzen. Dann Eisen 2, Werkzeuge, die wir brauchen. Da sind 3 angefordert. Das reicht auch, plus 32. Und Medikamente und Öl jetzt als nächstes. 3 angefordert, da sind wir auch im Negativen. Da würde ich, tja, weiß ich nicht. Wir gehen bei 3 hoch, aber... Also nur hier oben sehen wir, dass es negative Auswirkungen hat. Hier schicken wir ihnen einfach nur mehr. Es ist auch nochmal spannend zu wissen, wie dieser Betriebsmodus funktioniert oder ob man die Fabrik ausbauen kann oder so. Ja. Ob es da noch irgendwelche Optionen gibt. Ja, da werden wir bestimmt an irgendeiner Stelle vielleicht auch nochmal drüber aufgeklärt. Was wir haben ein Fabriklager. Ich hätte jetzt gesagt... Also, ganz offensichtlich, wenn wir hier mehr hinschicken, landet das dann bei denen im Lager oder eher nicht? Na, ich glaube, dass bei denen genauso läuft wie bei uns, dass sie auch nur dann produzieren können, wenn sie von allen anderen was haben. Sodass nicht viel in den Lagern liegen wird, sondern eher die Frage ist, wann kommt was und wie viel. Ich würde ein Experiment machen, nämlich bei Eisen 2, die uns ganz offensichtlich... die Werkzeuge liefern, damit wir operieren können. Den würde ich 3 mehr schicken.
Drei mehr, als sie erforderlich sind. Und wenn wir dann sehen, dass am nächsten Tag sie was im Lager haben, dann wissen wir, dass wir sie so ausstatten können. Weil wenn dann, keine Ahnung, die Eisenbahn zusammenbricht, letztes Mal haben wir die Eisenbahn auch finanziert, aber wenn die Lieferungen nicht können, ne, wenn wir plötzlich keine Werkzeuge mehr kriegen, dann sind wir am Arsch. Und deswegen würde ich hier dreimal für ein Experiment ausgeben, um zu gucken, ob das bei denen dann im Lager liegen bleibt und wir so quasi einen Puffer herstellen können. Und wenn dem so wäre, würde ich die These anschließen, mal gucken, ob sich das im weiteren Spiel dann beweist oder nicht, dass wir uns dadurch auch die Gunst der anderen Städte sichern können. Ja, genau. Also hier machen wir mal ein Experiment mit 3. Ist, glaube ich, nicht so viel. Nee, das passt doch. Okay, dann haben wir das geklärt. So, dann gucken wir uns die Situation der Stadt an. Ja. So, wir haben 2 Sachen, die gehighlightet sind. Einmal die Miliz. Oh, das ist der Ausgang unserer verdeckten Operation quasi. Gemüsegroßhandel. Die örtlichen Bewohner, den Ukbaren, der sich im Gebüsch versteckte, zu auffällig fanden und sie riefen die Polizei. Ich müsste es nochmal rausholen, damit der Satz Sinn ergibt. Auch wenn dein Komma fehlt, glaube ich. Nee, es ist, ich kann hier nichts scrollen. Das ist ja verrückt. Dann ergibt es tatsächlich einfach keinen Sinn. Die örtlichen Bewohner, den Ukbaren, der sich im Gebüsch versteckte, ist das hier. Ah, er ist Ukbarer. Aha. Die örtlichen Bewohner entdeckten den Ukbaren, der sich im Gebüsch versteckte, fanden ihn zu auffällig und sie riefen die Polizei. Es ist betrüblich, dass sie ihren Auftrag nicht erledigen konnten, denn dieser hätte keine Schwierigkeiten für eine Führungskraft ihres Niveaus darstellen sollen. Das führt zu gewissen Überlegungen, nicht wahr? Denken Sie daran, während echte Profis sich um den Vorfall kümmern. Leider gelang es ihm nicht, etwas Nützliches zu erfahren und nicht zuletzt deshalb, weil der Agent beobachtete, die ganze Nacht über den Gemüsegroßhandel. Irgendwas ist hier in der Übersetzung, puh. Okay, jetzt müssen wir auch noch mitdenken, nicht nur entscheiden und wissen. Ja. Ja, unsere Spione sind so schlecht, Horst. Du hast völlig recht, aber guck, wir kriegen Nachschub. Genau, wir haben qualifizierteste Agenten von John Kipler bekommen und wir haben qualifizierten Agenten von Sylvester Bayer bekommen. Okay, Miliz ist vorbei. Druckerei. Oh Mann, guck mal. Wir waren eben noch bei 70 Parteizustimmung. Oh. Jetzt sind wir bei 45. Heieiei. Okay. Belästigung. Das Ethikkomitee der Partei erhielt gleich mehrere anonyme Schreiben, die auf das unzulässige Verhalten des Genossen Kevin Breut, des Redakteurs der Abteilung für soziale Entwicklung des Eisernen Boten, hinwiesen. Ihm wird nicht sanktionierte sexuelle Belästigung von Praktikantinnen vorgeworfen, die mitunter höchst unanständige Handlungen mit sich gebracht habe. Dies sind zu ernste Anschuldigungen, um sie unbeachtet zu lassen. Andererseits ist es unerwünscht, eine offizielle Untersuchung zu beginnen, wenn es nur unüberprüfte Aussagen gibt. Die Partei beauftragt Sie damit, sich mit dieser kitzligen Angelegenheit zu befassen. Finden Sie heraus, wie begründet diese Beschuldigungen sind und berichten Sie die gesammelte Information zum Gebietskomitee. Wir haben 3 Optionen und müssen Agenten auswählen. Wir könnten doch auch eine Praktikantin in die Zeitung schicken. Der soll herausfinden, wie gerechtfertigt diese Anschuldigungen sind. Folgen Sie diesem Brody, vielleicht finden wir etwas heraus. Und wir müssen diejenigen finden, die in letzter Zeit ein Praktikum bei der Zeitung gemacht haben, um mit ihnen zu reden. Also wir haben hier 2 neue Agenten. Eine Agentin, einen Agenten.
Einmal von der Munizipalität und von der Feuerwehr. Ich hätte jetzt spontan gesagt, erste Option, Praktikantin hinschicken, und zwar Katrin. Katrin. Nee, das Leben, die tief hängenden Früchte. Es ist halt relativ einfach. Wenn man das rausfinden will, dann schickt man die Frau dahin. Und die kann es ja augenscheinlich auch. Sie ist ja da ausgebildet. Ja, aber schauen wir uns mal kurz unsere neuen Agenten an, würde ich sagen. Adeline Bra, 61, graue Haare, akkurate Frisur, fällt mittelgroß. Fällt aus, sie ist 61 und hat graue Haare. Das passt nicht ins Profil. Ja. Leidet unter Arthritis, erkältet sich häufig. Covinierin, geboren in Eisen 1, verheiratet mit dem AIS-Pensionär Klaus Brügge. Zwei erwachsene Kinder, Halbschwester von Jean Kippler, Leiterin des Komitees für Lebensunterhalt, mit der sie enge Beziehungen unterhält. Seit 1969 Parteimitglied, studierte an der Philosophischen Fakultät in Altstadt, kehrte aber nach dem dritten Studienjahr nach Hause zurück. Arbeitete als Korrespondentin beim Eisernen Boten, erwarb sich eine gewisse Bekanntheit durch ihre Interviews, kann sehr überzeugend sein, verließ 1979 aus persönlichen Gründen die Zeitung und nahm eine Stelle als Bibliothekarin in der Schule Nummer 8 an und war dort bis zur Pensionierung tätig. Bevorzugt gegenwärtig sich um die Enkelkinder zu kümmern. Die Nachbarn beschreiben Adeline als sehr kommunikativ und angenehme ältere Dame. Keine schlechten Angewohnheiten. Cool. Und aber sie hätte uns auch sagen können, dass ihr uns ihre Halbschwester schickt. Das stimmt. Anthony Palme, 27 Jahre, helle Haare, hochgewachsen, robuste Gesundheit und hervorragende körperliche Verfassung von Natur aus, wie man so sagt. Ragt aufgrund seiner Größe immer aus der Masse heraus, kein Parteimitglied, Kenter, geboren in Eisen 1, Fachhochschulausbildung an der Technischen Fachhochschule als Schlosser, diente in der Volkswehr, wurde aber aus unerfindlichen Gründen ausgemustert. Arbeitete nach der Armee als Packer, Saisonarbeiter und Maler, wechselte häufig den Arbeitsplatz und begründete dies mit dem Verlust von Interesse. Ist in den letzten Monaten als freier Mitarbeiter der Feuerwehr tätig, wurde mit einer Urkunde für den gezeigten Fleiß ausgezeichnet. Ruhig, neigt nicht zu Konflikten, ist aber nicht besonders kommunikativ, duldet keine Lügen, hat keine engen Freunde, sammelt als Hobby Zeichnungen und Figuren von Füchsen. Leicht stockende Rede, keine schlechten Angewohnheiten. Ein super Spion. Ja, und sie, die ich vorgeschlagen hätte, wo du auch sagtest, das passt, Katharine Hirsch, 22, Kenterin, geboren in Covington, mittelgroße feuerrote Haare, kleine weiße Narbe über der Oberlippe, zieht dadurch nicht immer positive Aufmerksamkeit auf sich. Mitglied der 12. Zelle des OrCuV, Aktivistin, Studentin der Universität Altstadt, im Urlaubssemester, studiert das Fach Geschichte, nicht verheiratet, ist für die Zeit des Urlaubssemesters zur Familie nach Eisen 1 gekommen. Kommunikativ, zieht mit seltenen Ausnahmen leicht Menschen an, fährt Alpinski, wissenschaftliches Interesse, Geschichte der alten Küstenrepubliken. Also ein bisschen Selbstverteidigung als Skill wäre mir noch willkommen, aber das kann ja vielleicht noch werden mit der Zeit. Ja. Na dann? Die Dame mit, wir könnten doch auch einen Praktikanten in die Zeitung schicken. Ja. Hoffentlich hat das ein positives Ende. Mhm. Okay, damit wäre das hier auch erledigt. Und es klopft. Francis, Sie wollten heute um 7 gehen und jetzt ist es fast 8. Ja, ich wollte, aber ich habe reichlich zu tun. Ich kann doch nicht alles stehen und liegen lassen. Trotzdem vielen Dank für die Erinnerung, sonst würde ich hier vielleicht sitzen bleiben. Gern geschehen. Francis, ich wollte Sie warnen. In der Stadt gibt es Gerüchte über irgendwelche Morde. Jemand hat einen Schlägertyp mit einer Narbe über dem Auge gesehen. Wahrscheinlich ist es nur dummes Gerede.
Seien Sie aber trotzdem vorsichtig. Ich denke, wenn etwas derartiges geschehen wäre, hätte man mich bereits informiert. Kein Grund zur Beunruhigung. Ne? Stiefel kannte merkt doch gerade an, dass wir das Date sitzen lassen. Wir kommen auf jeden Fall zu spät. Oh Gott. Aber haben wir noch irgendwas zu tun auf unserem Schreibtisch? Liegt da noch irgendwas? Nee, das hier waren die Berichte. Die haben wir erledigt. Wir können niemanden anrufen. Hier sind die Dossiers. Da hat sich nichts getan, soweit ich sehen kann. Achso, Ergebnis des 16. September. Minus 10 mit der Partei. Das wurde eben noch als minus... Oh, okay. Dann war das irgendwie ein Fehler. Ich habe eben minus 45, also 45 nur noch gesehen. Hier haben wir minus 10, weil wir wahrscheinlich das Sondereinsatzkommando nicht gemacht haben, schätze ich. Wahrscheinlich, ja. Ja, minus 400 und dann haben wir 40 wieder dazugekriegt. Und Zustimmung nirgendwo verschlimmert. Den Tag abschließen. Auch gut. Oh. Soll ich den machen? Romy, du bist stimmlich... Jeder Herr. Ja, ja, da müssen wir jetzt durch. Sprechen Sie mit mir? Ja, mit dir, mit wem denn sonst? Setz dich und lass uns zusammen trinken. Du lehnst doch die Einladung eines Kriegsveteranen nicht. Es scheint, als wäre die Auswahl nicht allzu groß. Warum denn? Ich zwinge niemanden. Ich wollte mich mit einer fantastischen Dame treffen. Es scheint aber, als hätte sie nicht auf mich gewartet. Ach, diese Damen heutzutage. Meine hat sogar darauf gewartet, bis ich aus dem Krieg zurückkehrte. Lernen wir uns ein wenig besser kennen. Ronald Ryan. Francis River. River? Was für ein Nachname. Kommst du aus dem Waisenhaus oder was? Nein, mein Großvater kam aus dem... mein Großvater kam aus dem Waisenhaus. Er hatte kein Glück. Das gleiche für dich. Sie hätten schon einen ordentlichen Nachnamen annehmen können in den ganzen Jahren. Ich weiß nicht, mir gefällt mein Nachname. Er ist ungewöhnlich, hebt mich aus der Masse ein wenig hervor. In unserer Gesellschaft soll man sich nicht hervorheben, Francis River. Okay, okay, ich wollte niemanden beleidigen. Sie sagten... Ja, du kannst mich duzen. Ich übergebe mich bald von der gezwungenen Höflichkeit. Du warst also im Krieg? Naja, dort war ich. Ich kämpfte auf den Quorinseln. Ich habe meine internationale Pflicht, wie man so sagt, vor den Arbeitern der Welt erfüllt. Nur die Einheimischen mochten uns nicht sehr, Frank. Ruhe, Ruhe, sag so etwas nicht. Oder was? Wartest du in der politischen Abteilung auf mich? Nein, aber... Ach, wenn du mich ihnen auslieferst, was ist der Unterschied? Die möchten mich auch so schon im Sarg sehen, Frank. Nicht mal die Medaille hilft mir. Ich bin ein abgearbeitetes Stück, abhängig. Niemand braucht einen nutzlosen Zinssoldat. Zuerst haben sie mir die Pension weggenommen und jetzt diese Wichser. Ich mach das Radio. Und, danke. Und jetzt tritt vor unseren Hörern Genosse Snyder auf. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin doch... Hey, Ronald? Hey, was ist los?
Die Kriegshandlungen auf den Quor-Inseln zeigten die ganze Macht unserer völkischen orangenen Wehr und Flotte. Die Helden des kommunalen Vaterlands zerschmetterten die reaktionären Parasiten, die das bürgerliche quorische Volk befallen hatten. Ronald. Ronald, was ist los? Was wissen diese Trottel schon über den Krieg? Was wissen die überhaupt, Arschlöcher? Okay, Reflexionspause. Um das jetzt nochmal für mich einzuordnen. Unser kommunistisches, kommunales, meine ich, Vaterland befindet sich immer noch im Krieg, der augenscheinlich schon eine Weile geht. Und der Mann, den wir gerade in dieser Kneipe getroffen haben, war Soldat. Und ein Veteran, ja. Versuchte deutlich zu machen, dass dieser Krieg nicht so verläuft, wie die Propaganda es sagt, und dass die Leute vor Ort nicht ganz glücklich darüber sind, dass wir dort sind. Korrekt, oder? so hab ich das auch verstanden. Okay, also freie Meinungsäußerung ist bei uns nicht. Oder nur eingeschränkt. Ja. Weil er hat ja auch gleich gesagt, meldest du mich dann an die politische Abteilung oder was? Ja, genau. Er hat eh nichts mehr zu verlieren. Okay, gehen wir mal ans Telefon. Hey. Ja. Nervt ein bisschen noch. River am Apparat. Achso. Hallo, Frank? Hier ist Ryan. Ja, hallo. Was ist passiert? Nein, aber bald wird es geschehen. Bei dir wird ein Antrag auf eine Kundgebung von den örtlichen Werktätigen aus der Gewerkschaft eingehen. Oh ja. Ich sage nicht, dass das normal ist, wenn Arbeiter plötzlich selbst einen Antrag auf eine Kundgebung stellen, selbst von der Gewerkschaft aus. Üblicherweise befasst sich die Partei damit. Hier ist alles nicht so, wie es sein sollte. Ich kann sagen, dass die Bullen mich mit ihren Anfragen zur Überprüfung der Gewerkschaftsbewegung schon fast einen Monat nerven. Aber das ist alles sauber, Frank. Keinerlei konterrevolutionäre Tätigkeit. Und warum spielt dann die Miliz den Bremser? Vielleicht liegt es daran, dass der Leiter der AIS der Sohn des des Werksdirektors ist, mit dem die Arbeiter nicht zufrieden sind. War wohl kaum. Und noch was, Frank. Ich verstehe, dass du keinen formellen Grund für eine Ablehnung hast. Aber an deiner Stelle würde ich ihnen keine Genehmigung geben. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine unkontrollierbare Menge auf dem zentralen Platz der Stadt. Da kann alles Mögliche passieren. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Ablehnung des Stadtkomitees sie aufhalten wird. Ich habe gesagt, was ich denke. Die Entscheidung liegt bei dir. Verstanden, ist angekommen. Auf Wiedersehen, Copper. Tschüss, Frank. Okay. Puh. Das ist tatsächlich auch so innerhalb unseres Staates ein bisschen problematisch, was da gerade passiert. Aber okay. Guten Morgen, Francis. Guten Morgen, Helen. Was liegt heute an? Beim Stadtkomitee ist ein Antrag der Arbeitergewerkschaft auf Durchführung einer Kundgebung eingegangen. Hat das Sekretariat das schon geprüft? Ja, der Antrag lag fast eine Woche im Stadtkomitee, ist zwischen den Komitees hin und her und ist zwischen den Komitees hin und her gegangen. Alles klar, eine Woche sagst du. Nun ja, könnte schlimmer sein. Lass es bitte auf dem Tisch liegen. Ich versuche das so schnell wie möglich zu erledigen. Bei Ihrem Arbeitstempo werden die anderen Behörden kaum mithalten können. Also werde ich Ihnen ein Beispiel sein. Vielleicht wird sie das auf Trab bringen. Wohl kaum, aber hoffen wir mal. Puh. Wir haben wieder Post. Ich würde jetzt tatsächlich erst mit den Ressourcen anfangen und gucken, ob unser Experiment geklappt hat. Also, was das ergeben hat. Ja. Ja. Sehr schön. Sind auf Lager. Wir müssen ihnen nichts zuteilen. So, gucken wir mal. Essen.
Wir könnten den Betriebsmodus runternehmen bei dem, was ich irgendwie total gut finde. Bei dem ersten. Ja. Ich mache die jetzt alle mal runter. Ich finde es auch spannend, dass wir den Betriebsmodus in der Fabrik in einer anderen Stadt dirigieren können. Können die das bei uns auch? Das wäre spannend, aber hier haben wir schon, wir haben jetzt nichts mehr. Das ist also der Moment, wo wir den Betriebsmodus der Stadt, der Fabrik hochfahren müssen. Aber wir kriegen dadurch nicht jetzt mehr, sondern, wenn ich jetzt schließe, wo ist denn Eisen 1? Wir haben im Moment nichts auf Lager. Wir produzieren 32, aber erst wahrscheinlich am nächsten Tag. Ja, nächsten Tag haben wir plus 32. Und wir haben nicht genug für Medikamente und nicht genug für Alkohol, aber wir haben Gott sei Dank 3 hierher geschafft. Wir könnten hier einen runtergehen, dafür einen in die Medikamente stecken. Oder 2. Tja. Aufs Essen will ich gerne ungerne was kommen lassen. Ja, das geht mir ähnlich. Und Medikamente, wir hatten im letzten Stream so eine Gesundheitskrise, wo da weiß ich nicht mehr genau, wie sich das ausgewirkt hat auf unsere Stadt. Ja, wir mussten handeln und dafür ein Medikament zusätzlich ausgeben. Und das wäre auf Dauer wahrscheinlich dazu geführt, dass der Bergleute-Distrikt, Bezirk in irgendeiner Form eine Epidemie ausbildet. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt alle Ressourcen vom Öl wegnehme und das auf die Medikamente packe, sind wir da auf null. Und landen hier in den Miesen. Gut, die Medikamente haben wir dann für eine Runde sichergestellt. Wenn wir 32 bekommen, sollten wir das dann auch wieder ausgleichen. Korrekt. Jetzt fehlen uns natürlich die 3, die wir hier ins Lager gepackt haben. Aber na gut, die hätten wir eh hier reinpacken müssen, weil ohne die produzieren wir nichts. Genau, also ich finde das vom Prinzip einen guten Punkt, dass wir bei den anderen immer irgendwas in den Lagern stehen haben. Für den Fall des Falles, dass wir gerade mal weniger produzieren können. Und jetzt wissen wir, dass es geht, nehme ich das mal so positiv mit. Ja, und ich bin jetzt irgendwie so, ich würde es eher so machen, dass wir in die Medikamente reingehen, dass der hier schwarz ist und nur 2 Bereiche rot und es nicht aufteilen. Ja. Okay. Was würde denn passieren, wenn du jetzt bei einer der Städte, die im Betriebsmodus noch hochfährst? Meinst hier? Dann ändert sich das erforderlich und sie würden halt mehr produzieren, aber wenn wir es ihnen nicht bieten... würde ich die Finger von lassen. So intuitiv. Mhm. Weil ich sehe, was es bei uns macht. Ja. Okay. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!